Dream Folge 5. Stimmt's? Ja. Ja, okay. Korrekt. Dennis spielt wieder. Und genau. Wir haben nicht herausgefunden, was man irgendwie hier interagieren kann. Also dachten wir uns, wachen wir einfach auf. Tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, Gia wusste es schon länger, hat es aber nicht kommuniziert. Und mir ist jetzt auch gerade von alleine eingefallen, dass es ja ganz schön surreal ist und wir vielleicht gerade schlafen. In einem Traum sind. Ja, okay. Gut, tut mir leid, ich dachte die ganze Zeit, dass es ein Traum ist. Ja, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass es ja wahrscheinlich jetzt hier nicht echt ist. Aber ich bin jetzt nicht auf die Idee gekommen, einfach die Spielmechanik sozusagen mit diesem Aufwachen zu benutzen. Die Idee bin ich jetzt nicht gekommen. Ich dachte, man muss sich jetzt wieder ins Bett legen und dann würde man einschlafen und dann würde man aufwachen, sozusagen. Weil so irgendwie war das in meinem Kopf. Ich habe nicht dran gedacht. Nein, weil wir ja durch das Portal gegangen sind. Und das heißt ja nur, dass wir sozusagen in einen anderen Traum wechseln. Ah. Ja, Mensch, stimmt. Ist ja viel netter gleich hier, ne? So ohne das ganze Bösartige. Mit den komischen Überwachungskameras. Aber guck mal, hier macht er sich so ein Analyse-Ding mit den ganzen Sachen, die er so erlebt. Also hier, wir haben da unten diese komischen Black Cubes. Mhm. Dann haben wir da hier dieses Wüstenlevel. Da in der Mitte ist dieses mit den Computern, dieses Observatorium-Untersuchungsding. Dann hast du da den Schnee. Mhm. Das ist höchstwahrscheinlich dazugekommen. Also ein bisschen unser Fortschrittsanzeigen. Mhm. Da hinten ist auch noch irgendwie ein Gelände. Mhm. Da ist irgendwie ein Kompass und to change to different locations. Mhm. Hm. Gut. Okay, ja. Sollen wir uns jetzt hier noch irgendwie umschauen? Ich glaube, hier hat sich jetzt gar nicht mal so viel verändert. Also ja, wahrscheinlich, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, was sich hier verändert haben soll. Viel verändert hat. Hier waren wir ja überall schon. Dann schlafen wir doch jetzt einfach noch ein bisschen, oder? Da haben wir noch nicht genug geschlafen. Wir hätten vielleicht zum Telefon gehen können, gucken können, ob da wirklich eine Nachricht ist. Boah, das wäre jetzt richtig gruselig, wenn da wirklich eine Nachricht wäre von unserem Unterbewusstsein. Aber die Stimme, das wird dir jetzt nicht viel sagen, aber die Stimme von dem Sprecher auf dem Telefon klang noch viel mehr als seine Stimme, die ich ja auch schon dafür gehalten habe am Anfang, wie die Stimme von der Hauptperson aus Amnesia, aus dieser Horrorspielreihe. Das würde mich echt mal interessieren, muss ich mal recherchieren. Das wollte ich, glaube ich, schon nach der ersten Folge machen, als wir die Stimme gehört haben. Ich vergesse es nur jedes Mal wieder, ja, ob das derselbe Sprecher ist. Ich vergesse sowas auch immer. Wenn ich unterwegs bin und denke, oh, das schlage ich zu Hause nach, dann habe ich das hundertprozentig zu Hause vergessen. Kann man da mittlerweile... Deswegen ist mobiles Internet ja auch so toll. Eigentlich schon, ne? Das glauben ja immer alle nicht, die kein Smartphone haben wollen, ja, oder so. Ja, alles Quatsch. Alles Quatsch. Lasst euch da nichts einreden. Kein Mensch braucht mobiles Internet. Aber wenn man es hat, dann braucht man es. Nee, wenn man es hat, dann ist es schön. Beschwert man sich auch nicht mehr, wenn man es nicht hat. Wie es halt so ist. So. Ich kann leider nur ein Schnarchen machen. Kannst du wirklich nur ein Schnarchen machen? Das ist aber auch ihr wirkliches Schnarchen. Woher weißt du es eigentlich? Du schläfst doch, wenn du so schnarchst. Ich weiß nicht, wie man sonst noch schnarchen kann. Das weiß ich auch nicht. Ah doch, dich kann ich ganz leicht nachmachen, weil du schnarchst auch ganz oft einfach nur... Treffend, danke Schatz. Dir läuft da was aus der Nase. Nein, war nur ein Witz. Das war nur ein Witz. So, jetzt sind wir wieder im... Blut? Nein. Na, wir sind nicht mehr bei... Schulmädchen von ihm gesehen. Ja, wir sind noch nicht bei Bioshock, also alles in Ordnung. So, ja, wir... Nasenbluten bei Bioshock? Bei Bioshock Infinite haben die immer Nasenbluten, ja, aus speziellen so. Storytechnischen Gründen. Das deutet dann immer irgendwas an. Aha. So, aber wir sind nicht bei Bioshock Infinite, leider. Das ist ein tolles Spiel. Sondern immer noch beim Schnee. Und hat er ja nicht vorhin gesagt, wir sollten aufwachen, um sozusagen uns zu beruhigen und diesen Schnee loszuwerden? Das war doch so eine Art. Ja. Aber der ist noch da. Der ist trotzdem noch da. Also schauen wir uns da. Also ja, da in die Richtung sind wir ja vorhin gelaufen. Da ist dieses Tor. Genau. Da sollten wir jetzt vielleicht nicht wieder durchgehen. Notiz. Genau, die Notiz war da hinten, oder? Aber die ist jetzt ja wahrscheinlich weg. Ja. Die ist weg. Gut, aber dann können wir uns ja trotzdem hier weiter umschauen. Also guck mal, da hinten geht's rein, durch. I hope there's something worthwhile in here. Ja, er hätte auf jeden Fall... irgendwas anderes auf jeden Fall. Sieht doch nett aus, wie so blaue Kerzen. Kerzen. Also das ist blau für dich? Hä? Was siehst du denn da jetzt für eine Farbe? Blau. Das ist doch eindeutig blau. Es hat dieselbe Farbe wie der Deckel von der Flasche, die ich gerade vorhalte. Es ist blau.
Ich weiß schon, dass ich aus dem Winkel das nicht direkt vergleichen kann, weil ich nicht exakt den gleichen Winkel... Okay, von der Seite ist es tatsächlich grau. Ein bisschen eher. Ist es für euch blau oder grau? Schreibt es in die Kommentare. Ist es für euch grün? Dann seid ihr farbenblind. Und guckt euch das nicht auf einem iPad an. Ja, das sowieso nicht. Da habt ihr viel dunkleren Bildschirm und ganz andere Farben. Guckt euch das auch nicht auf irgendeinem billigen Tablet an. Also noch billiger. Oh, guck. I like these candles. They remind me of when my uncle would insist on reading to me by candlelight when I was young. I guess his flair for drama is what made him such a... Ah, Onkel. Danke, endlich. Jetzt haben wir es geklärt. Ich meine, wussten wir bisher nicht, oder? Ob es der Vater, der Bruder, der Onkel. Ja, guck. Das erklärt auch, warum sein Unterbewusstsein ihm einreden möchte, dass es irgendwie sehr seltsam ist, dass er alles vererbt bekommen hat, oder? Mhm. Weil es ja nur der Onkel, so ist er jetzt nicht der Sohn oder der Bruder. Stimmt, also so eine ganz enge. Mhm. Ah, also George R. R. Martin ist tatsächlich sein... Nein, George. Heißt der Howard Martin? Das würde einiges erklären. Ich weiß nicht mehr, wie heißt der nochmal? Ich will da vergessen. Also Howard, aber... Ich weiß auch nicht. Aber Howard Martin wäre natürlich jetzt lustig. Das ist George R. R. Martin. Aber das wäre ja gemein. Der ist tot? Nein, der soll erstmal Song of Ice and Fire fertig schreiben. Der soll noch die weiteren Spoiler-Romane schreiben. Ja, die Spoiler-Romane zur Fernsehserie. Boah! Überstrahleffekt. Heftig. Bisschen so wie wenn ich die ganze Nacht Dark Souls gespielt habe, morgens aus dem Fenster gucke und so. Ah! Oh Gott! Wie ein Vampir im Sonnenlicht. Ja, wusstest du nicht, dass Videospieler so ein bisschen wie Vampire sind? Oh, da ist noch eine Notiz. Burning candles in your dream may signify that good luck will be coming your way in small and steady amounts. The candle is also a symbol of hope, and you should cherish whatever it sheds its light on. Oh, das ist aber schön. Also, Candles sind was Gutes. Ja? Mhm. Das ist so Hoffnung und schön und nett und freundlich. Das Blöde ist hier mit den Kerzen, da können wir ja nicht bleiben, oder? Nee, es ist also schön, aber nicht besonders, wie sagt man, passiert nicht viel. Keine Dynamik. Aber ging das dann noch weiter rein? Also ich glaube, ich bin überall gewesen. Also ich bin mir nicht, ich kann noch mal, ich renne jetzt mal, auch wenn es dieser... Nee, warte mal, geh mal nach links, weil da, so. Da warst du ja auf jeden Fall. Hier komme ich ja her, von hier vorne, von und hier. Da ganz links? Du meinst jetzt da? Ja. Ich dachte... Cool, makeshift diving board. Oh, okay. Oasis Beneath. Geronimo. Okay. Okay, wir können offensichtlich auch schwimmen, das ist doch mal ganz gut. Das ist schon mal mehr als hier der Hauptcharakter im neuen Infamous kann. Der kann nämlich nicht schwimmen, obwohl es ein PlayStation 4 Spiel ist, was ganz schön traurig ist. Okay, also hier sind Seerosen. Wir können offensichtlich auch tauchen. Bewegst du dich runter eigentlich? Einfach in die Richtung. Also ich bin wie in einem Weltraumspiel oder so. Ich bin in einem 3D-Objekt. Ich kann hoch, runter. Links, rechts. Kannst du da durch die, in die Höhle da rein? Ach, guck da. Ja, du hast recht. Und wie sich das für einen Traum gehört, also ein Nicht-Albtraum, kann ich auch unendlich lange tauchen. Habe ich es tatsächlich auch schon mal geträumt, dass ich so unter Wasser war. Das ist einer der coolsten Träume, die ich kenne, so. Aber ich wollte gerade noch fragen, bevor wir jetzt zu weit abtauchen. war das nicht auch bei, Assassin's Creed? Das beim ersten Teil, ja, da konnte Alter Ir konnte auch nicht schwimmen. Was verständlich war, der war schließlich Araber, kam aus der Wüste, woher kann er schwimmen? Okay. Und dann gab es da hin und wieder halt auch mal Wasser in der Stadt, aber das heißt ja nicht, dass er das dann gleich kann. Es war schon so halbwegs verständlich, aber das, wenn Ezio nicht hätte schwimmen können, wäre es halt als Florentiner, der häufig in Venedig ist, schon ganz schön albern gewesen. So. Wo man ja auch weiß, dass die Römer, also wenn es irgendwann auch im alten Rom gespielt hätte oder so, die konnten ja nicht schwimmen. Ja, das stimmt. Was halt irgendwie absurd ist, dass sie ja in Italien gelebt haben und so, aber... Das ganze Mittelmeer beherrscht. Swimming, but since this is a dream, at least there's no chance of me drowning. I hope. Ja, und ihm ist jetzt auch nicht kalt, dass er aus dem Wasser steigt und sofort in den Schnee wartet. Ach, das ist doch was Schönes.
Also ich glaube, es geht hier weiter, oder? Guck mal, es sieht so aus wie so ein Weg jetzt hier so einfach geradeaus. Oder? Ach ne, guck, hier ist wieder so ein Eingang, da waren wir doch schon. Da waren wir schon? Ne, das sind doch diese Höhlen, oder? Das sieht doch genauso aus. Ach so, bestimmt, weil das jetzt alles verschneit ist. Ja, ich gehe da jetzt aber wieder hoch, ich will jetzt nicht wieder durch diese Höhlen. Ja, nicht schon wieder dieser Schleim da. Dieser Schleim, das war Rauch. Der Rauch. Hm? Ach so. Hast du ihn auch nicht gestreift oder so? Strafed oder? Strafen heißt das. Rechts, links laufen, ohne in die Richtung zu gucken. Also das, was du als Mensch auch kannst, normalerweise. Ja, was aber kein Mensch macht, weil das Krabbengang wäre. Nicht so aggressiv, Schatz. Alles wird gut. Kann man hier okay, rein. Höchstens, wenn man Sport macht. Macht man das ja manchmal zum Aufwärmen, aber ansonsten kann man sehr gut die Adduktoren trainieren. Ist das so. Sehr schön. The Hollow, the Graveyard. Waren wir auf dem Graveyard schon? Ich glaube nicht. Catacombs, Oasis haben wir jetzt beides durch, ne? Ja. Was ist das? Media Center. Achso. Ich glaube, Media Center ist doch doof. Ja, wollen wir nochmal gucken, ob wir den Graveyard finden? Ja. Also den Friedhof für alle nicht so englisch Bewanderten. Was ist da? Gucken wir mal kurz. Vielleicht finden wir auch noch irgendwie so eine Traumnotizen, die er da immer hinterlässt. Ja. Aber hier ist erstmal nichts. Sieht nicht so aus. Lass uns mal hinterlassen wir eigentlich Spuren im Schnee? Nope. Nein. So weit ist das Spiel dann doch nicht. Man muss ja immer wieder dazu sagen, es ist ja so ein Early Access Ding. Also es ist jetzt, das was wir jetzt hier sehen, das ist noch lange nicht fertig. Also ich habe ein bisschen was drüber gelesen, dass das auch sukzessive so nicht nur irgendwie die Performance verbessert wird und weniger Bugs, sondern es kommen auch tatsächlich neue so Story-Abschnitte hinzu. Mhm. Es kann auch gut sein, dass das, was wir jetzt gerade gespielt haben mit dem Schnee, dann irgendwann gar nicht mehr so das erste Level ist, sozusagen, sondern das dritte oder so. Und so. Also er verändert dann auch sehr viel dran. Also das ist wohl jetzt hier auch schon eine sehr veränderte Version zu der, die man am Anfang spielen konnte. Ja. Vor ein paar Monaten, als es rauskam. Das erste Mal. Okay, das ist Catacombs Oasis. Catacombs. Viewing Point, ja, wo ist denn jetzt hier das? Graveyard, da. Da hinten lang. Gut, dann gehe ich da mal lang, oder? Hier so. Ah, hier ist ein weißes Tor. Ach, guck mal. Das ist doch schön. Haben wir das schon gesehen? Ich weiß nicht, kommen wir daher vielleicht? Ist das der Eingang gewesen? Nee, ne? Das war auch jetzt hier nicht der... Ich weiß es nicht. Ich bin auch verwirrt. Hier ist aber die Traumlandschaft dann plötzlich so pixelig. So Minecraftig. Ich guck noch mal kurz hier. Hier noch irgendwas ist. Ah, hier ist ein Traumzettelchen. Mensch, schön. Oh. Junkyard. To dream of a junkyard shows you feel rejected. It can also represent a desire to rid yourself of bad habits and negative characteristics. Arcade. To see or play with an arcade machine in your dream can symbolize fun times from your childhood. You may be looking for the comfort and safety of home. It also shows a playful attitude and a competitive side to you. Ja, das ist wichtig. Apps. To see musical instruments in your dream indicates the expectation of fun times to come. You are focused on enjoying life and all that it has to offer. The dream also represents your talents and your ability to communicate with others. Also, wenn man das vom Letzten träumt, dann will man ins Lach- und Spaßland. Habe ich das so verstanden. Okay, warum hat er... Das war jetzt aber nur so Just-for-Info-Achievement-Sachen gefunden. Was? Media Center. Das war tatsächlich nochmal was anderes, ne? So, was war noch nicht... Media Center taugt nicht. So viel dazu. Guck mal hier, Fernseher. Von dieser ganzen alten Röhrenbildschirme. Ja, wenn er sagt, das erinnert ihn an früher, ans College. It's Robot. I used to love that game when I was a kid. What's he doing in this junkyard? Was ist Robot? Ich finde, er triggert gerade immer so ein bisschen komisch die Sachen. Ne? Ich bin auch immer gar nicht da. Ich sehe jetzt hier gar keinen Robot. Also er muss ja irgendwo hier was gesehen haben. Also hier sind... Ist das Verstärker oder so? Ja, ne? Ja, sieht so aus. Ein Schneemann. Ach, guck! Da ist dieses. Das ist wahrscheinlich das Spiel, oder? Ja. Was stehen da für Tim Pot Evil? Also keine. Sehe ich jetzt keinen Sinn raus aus der Highscore-Liste.
Ash, LBB, LGB, Win. Keine Ahnung. Mhm. Jetzt ist jetzt kein tieferer Sinn wahrscheinlich dahinter. Wahrscheinlich schon, aber. Alter Falter. Media studied for study's sake. Was ist das? Ist das der Graveyard? Wahrscheinlich schon, oder? Das sind da so Gräber. Das könnte es sein, ja. Ja, irgendwie ziemlich cool, aber auch ziemlich. Ist hier nichts zu tun, ne? Ja, wenig interaktiv. Also ich kann jetzt hier mit nichts interagieren. Hätte mich aber schon. Na gut, aber du meintest ja auch, dass das nicht unbedingt ein normales Spiel ist. Sozusagen. Nö, es ist ein Erlebnis. Es ist so ein Erlebnisspiel, so ein typisches. Ist ja auch. Guck mal, ist ja da auch ist wieder ein Schildchen. Achso, du bist zurück. Ja, wir können ja nochmal kurz gucken. Ah, das ist alles schattig hier. Hollow the Graveyard, also das ist dann sozusagen. Genau, das war die Ecke hier, da sind wir dann nicht hier lang gelaufen, sondern hinten rum. Wir sind jetzt. Aber der Graveyard war doch in der Mitte. Ja, ja, der Graveyard ist da hinten sozusagen. Wir sind jetzt vom Weg ein wenig abgekommen, aber ich fand jetzt das mit den Fernsehern ein bisschen interessanter. Kommst du hier überhaupt irgendwie weit? Ja, ja. Na, da komme ich ja hier komme ich ja her. Also ich bin ja hier eben so reingelaufen. Oder? Lauf. Ja. Also ich kann mich ja sowieso immer im Videospielen nicht so gut orientieren. Und na guck mal, hier kommen wir her. Viel schlimmer mit der Landschaft. Hier waren wir eben. Zu wenig Landmarken für mich. Also, Landmarks. Du siehst vielleicht Landmarken. Ich sehe Landmarken. Nick würde jetzt sagen, ach komm, den Stein da kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, da hinten wächst ein bisschen Gras. Also bei mir als Arter war das ja mal ganz schön, hier sieht alles gleich aus. Nick, ja, komm, wir müssen da hinten lang, 200 Meter in die Richtung, dann sind wir da. So, da habe ich mich auch mal total dumm gefühlt. Gut, ich hoffe, ihr fühlt euch genauso nicht dumm, aber unwissend, was hier los ist, wie wir. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge an. Was hinter dem Tor ist. Und, ja, und wo der Graveyard ist und was Howard noch so träumt. Mhm. Bis dann. Okay, bis dann.